fleckige Notiz. Heute kam endlich eine Alkohollieferung. Mir war nicht bewusst, dass es hier wie bei den Abstinenzlernen. Ach, wie bei den Abstinenzlernen? Ach, Abstinenzlernen. Okay, ja. Hm. Ich dachte irgendwie lernen. Aber nee, das ist ja egal. Zugehen würde. Muss nur darauf achten, dass die Sicherheit und Sinclair keinen Wind davon bekommen. Sollte kein Risiko eingehen. Wer das im Hinterzimmer verstecken. Aha. Da ist eine Brille drin. Der ist durchschnittlich verschlossen. Nehme ich aber mit. Guck mich ein bisschen um. Da hinten kann ich nichts machen. Dann gehe ich nochmal Richtung Ausgang. Versuche mich zu erholen. Gehe schnell wieder rein. Guck mich um. Und gehe wieder. Guck hier nochmal. Laufen Sie da nicht zu lange rein. Auch meine Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Da ist sogar was für mich. Nein, 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 nein. Ja! Och, was ist denn das? Kommt man da nicht rein? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, ich würde da gerne rein wollen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Das Sierra Madre kann vielleicht warten, ich nicht. Ja, ist ja gut. Dann gehen wir halt jetzt doch da lang. Scheinbar soweit alles erkundet zu haben. Ich würde aber auch gerne da rein wollen. Ah nee, das ist wirklich nur Kulisse. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie was Gutes. Was Wichtiges. Terminal. Verdammter Überfall. Heute ist die Villa-Sicherheit aufgetaucht und hat alles durchsucht. Domino hat den Chef wohl verärgert und das war dann die Rache dafür. Hat all unsere Vorräte versteckt, als sie kamen. Viele haben sie nicht gefunden. Der Chef hat versucht, hart mit uns zu sein, damit wir sauber bleiben. Laberte von den Casino-Richtlinien. Dieser Sinclair ist ein knallharter Hund. Er geht mir auf den Sack. Jedes Mal diese Stichproben und Durchsuchungen der Casino-Sicherheit über mich ergehen zu lassen, wenn ich die Villa betrete. Was hat er für ein Problem mit Medikamenten? Er könnte selbst welche vertragen. Und die hübsche zukünftige Braut auch. Obwohl die schon so aussieht, als sei sie mit Drogen vollgepumpt. Sieht nach Maddox aus. Oh. Dieses ganze Gehocke ist der Tod für meine Knie. Drogen gefunden. Nehme ich. Nehme ich und lasse ich. Und nehme ich. Okay. Haben wir aber mal wieder was gelernt. Ah, okay. Ich habe da... Ja, ich habe was auch gehört. Can't take the Madre from me. Ich werde das mal öffnen. Drei Chips natürlich werden wir deswegen öffnen. Resurrection, Infiltration, Construction. Hm, auch nicht. Da. 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 Nee, ist mir zu heiß. Und nochmal. Ja, bla 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 bla. Ich weiß, okay, dann gucken wir mal weiter. Recuperating. Loudspeakers. Overwhelming. Nichts davon. Da noch eine Klammer. Immer schön Klammern suchen, wenn man viermal hatte. Okay. Loudspeakers hatte was? Meine Fresse.
Ich werde das noch aufmachen, so ist nicht. Es hat nur genervt. Resurrection, Purification, Construction. Keins davon. Natürlich nicht. Weil wieso sollte ich auch Glück haben? Nehme ich, nehme ich. So. Purification hatte nichts, also nichts mit ION. Brainwashing. Technologies. Natürlich. Das, was nicht reinpasst, ist es. Wahrscheinlich Hologramm. Mehr Sprengstoff. Heute sind weitere Sprengladungen angekommen, hat Mr. Yesterday danach gefragt. Er hatte keine Ahnung von der Lieferung. Er war nur daran interessiert, ob jemand Kohle damit gemacht hatte. Hat Sinclair die bestellt oder war da wieder was verbockt? Wie bei den Messern. Wir haben schon mehr als genug Sprengstoff. Plant der Allmächtige etwa, die Straße hierher noch in die Luft zu jagen, damit niemand hierher hochkommt? Hologramm starten? Ach, da ist jetzt ein Sicherheitshologramm, das ist cool. Ich hoffe, es ist kein Problem für mich. Du willst natürlich gleich wieder in den Krieg ziehen. Terminal. Benachrichtigungstermine. Sinclair kommt morgen, um den Fortschritt in der Villa zu überprüfen. Hab die Jungs gewarnt, nach dem feinen Herrn Ausschau zu halten. Er kommt aber ohne das Sternchen, weswegen das Gemürre bei den Jungs losging. Er sollte gut auf sich aufpassen. Nicht, dass er einen üblen Unfall in der Schaltstation hat. Das hast du bereits gesagt gehabt. Egal, da habe ich nichts getroffen. Ich weiß das. Kann kaum glauben, dass ich mein Apartment dafür verlassen habe. Dafür, dass du Viecher tötest? Ach doch, das ist doch ganz spaßig. Gala, the only way in. Sierra Madre wird auch nicht jünger. So, da will ich aber nicht hin. Sehr lange. Erledigt. Hätte ich... Nee, ich kann da noch gar nicht hoch, ne? Muss ich da rein? Ja, ich müsste da rein. Ich will da aber noch nicht rein. Oh, scheiße. Kann kaum glauben, dass ich mein Apartment dafür verlassen habe. Dean, kommst du zurück? Oder du tötest ihn. Mit einem Headshot. Dann nehme ich beides an. Hab ich nichts dagegen. Überhaupt nichts. Ich bin voll dafür, den Ball in diesem Teil der Stadt flach zu halten. Also versuchen wir an den Einheimischen vorbeizuschleichen, okay? Nö. Wow! Zeit, na toll. Weißt du was? Ich nehme mein schönes Gewehr und werfe dich nieder. Sprayen! Holy shit! Darf ich endlich auf? Dann kann ich nicht, dass ich mein Apartment dafür verlassen habe. Glaub es ruhig. Hast du ihn auch erledigt? Ja, hast du gut. Gut, der ist auch tot. Dean, ich glaube, wir sind soweit noch halbwegs safe. Nein, sind wir nicht. Das war nur eine dumme Annahme von mir.
Die sind ja nicht mal interessiert, dass er angeschossen wird. nee, ich habe was anderes gemacht. Zerstörtes Café. Oh. Hallihallo, mein Freund. Hallo. Haben Sie etwas bei sich? Ich hab nur keine Decke, verdammt. Das ist böse. Ich bestehle dich mal, ne? Hast du doch bestimmt kein Problem damit, wenn ich dich bestehle. Danke, bist echt ein Freund. Was hast denn du sonst noch hier? Ah, die sind alle radioaktiv. Was ist denn oben? Da will ich noch nicht raus. Nee, das finde ich nicht toll. Ich will mich erst noch umschauen. Durchschnittlich verschlossen. Ach, das ist doch kein Ding. Wir sind besser als der Durchschnitt. Erwischt. Erwischt. Wir sind auch viel besser als der Durchschnitt. Was haben wir hier? Ein Schreibtisch mit einer Lesebrille. Noch ein Schreibtisch, auch wenn der eher aussieht wie eine Kommode. Hier noch eine Kommode. Nachttisch. Oh, das ist immer gut. Erste-Hilfe-Kasten, immer noch gut. Und hier gehen wir aber jetzt raus. Och, Dean, jetzt spring doch nicht immer sofort runter. Au. In your fucking face. So. Erwischt. So, und was will ich eigentlich? Ich will eigentlich hier mich nur umschauen und dafür bin ich hier aufs Dach gegangen. Das ist gut. Oh, da komme ich ja da ran. Okay, den kann ich nicht kaputt machen. Nee, aber... Holy shit! Erweiterte Kalibrierung. Klingt gut. Lassen Sie mich auf keinen Fall hier. Mach ich nicht, keine Sorge. Ich lasse dich hier und da. Tauchen Sie da nicht zu lange rein. Auch meine Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Ist kein Ding, ich will nur hier an den Gewehrschrank. Um die Laserpistole mir zu holen und hoffen, dass ich damit das Holo-Gewehr reparieren kann. Falls nicht, bin ich so leicht am Arsch. Dann bringt mir diese Erweiterung nichts, wenn ich das Holo-Gewehr nicht reparieren kann. Stramme Strahler brauche ich auch nicht. Wo es Bärenfallen gibt, ist das Geistervolk meistens auch nicht weit. Na, das ist schön. Hast du aber schön gesagt. Wir gucken mal. Also. Wo ist es, das Holo-Gewehr? Können wir natürlich nicht reparieren. Die Laserpistole macht aber auch kaum Schaden. Das ist perfekt, also. Kann ich das wirklich nicht kaputt machen? Doch, kann ich. Abbruchladung. Hier könnte man sich wunderbar einfach sonnen. Also, wenn die Sonne bis hierher durchdringen würde. Ach komm schon, so ein paar Kakerlaken, wirklich.
Sie sind aber ganz schön weit gelaufen, um den Laden auszurauben. Ihnen scheint die Gier im Blut zu liegen. Nur ein bisschen. Eigentlich kaum. Nehme ich. Die Frage ist, wofür ist dieses Terminal? Aber das werden wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Fallout New Vegas herausfinden. Also, bis dann.